Wer ist da? Der Monatsrückblick! Das ist nicht mal lustig. Ah. Naja, schlechte Witze mal beiseite. Wir haben mittlerweile Juli und das heißt, es wird Zeit für den Monatsrückblick Juni. Und ich habe im Juni wirklich viel gelesen. Ich habe meine Liebe zu Kindle-E-Books wieder entdeckt. Und zwar, ihr wisst schon, diese günstigen 1 bis 3 Euro Dinger aus dem amerikanischen Independent-Markt. Und ich habe natürlich auch so ein paar Bücher gelesen und ich stelle euch heute alle vor. Die, die ich nur als E-Book habe, werde ich irgendwie versuchen einzublenden, das Cover, damit ihr seht, wie die aussehen. Und ja, ich lege mal direkt los. Ich denke nämlich, ihr werdet ein ziemliches Problem haben. Bestimmt wird euer Wunschzettel ein bisschen wachsen. Zum einen habe ich Göttin in Gummistiefeln von Sophie Kinsella gelesen und das Buch hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich hätte es nicht gedacht, weil Chicklit ist ja sonst so, traue ich mich selten ran, sagen wir es so. Ich hatte aber diesen Monat scheinbar irgendwie eine Phase dafür. Deshalb habe ich das hier auch gelesen und es war wirklich lustig. Also da geht es um eine Anwältin, eine Star-Anwältin, eine Junge, die in einer großen Kanzlei arbeitet und kurz davor steht, ihren Karrieredurchbruch zu haben. Doch dann unterläuft ihr ein Fehler und in lauter Panik flüchtet sie aufs Land. Sie springt in den nächsten Zug und steigt irgendwo aus. Und ja, dann gibt es eine Verwechslung und sie wird tatsächlich als Hausmädchen einer reichen Familie eingestellt. Und ja, versteckt sich dort und arbeitet als Putzfrau. Natürlich gibt es eine Liebesgeschichte, es ist unheimlich witzig zwischendurch, es ist aber dabei relativ intelligent geschrieben. Also nicht, dass man die ganze Zeit denkt, so Gott, wie furchtbar, sondern es ist wirklich gut geschrieben und deswegen hat mir das Buch auch sehr viel Spaß gemacht. Weiter ging es für mich mit einem Thriller, weil, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe im letzten Monat noch gesagt, ich habe so unglaublich Lust auf Thriller, dass ich mir ganz, ganz viele bestellt habe. Ja, und diesen Monat war es dann irgendwie plötzlich schon wieder ganz anders, deswegen habe ich eigentlich nur einen einzigen gelesen und zwar Das Opfer von John Katzenbach. Da geht es um Stalking und zwar eine Studentin, die eine Nacht mit einem Typen verbringt und ja, das ist eigentlich einfach nur ein One-Night-Stand für sie, doch der Typ sieht da ein bisschen mehr drin und fängt an, sie zu stalken und bald steht auch ihr Leben auf dem Spiel. Und ich muss sagen, dieses Buch war wirklich gruselig. Also es hat seine Längen, es ist auch wirklich sehr, sehr dick und naja, es ist nicht durchgehend total spannend, aber einfach diese ganze Thematik und wie John Katzenbach das beschreibt, fand ich wirklich richtig gut. Also man fängt schon an, ein bisschen Gänsehaut zu kriegen beim Lesen. Man denkt sich schon so, Stalker, Hilfe, eklig. Und vor allem, wie dieser Mensch in ihr Leben eindringt und praktisch alles bestimmt. Also wie sie eingeschränkt wird in ihrem alltäglichen Leben und in kontinuierlicher Angst lebt. Was ich wirklich gut an dem Buch fand, war die unglaublich unerwartete Wendung, die mittendrin kam, beziehungsweise, naja, nicht mittendrin, aber irgendwo da so weiter hinten im Buch. Und ich kann euch versprechen, damit hättet ihr nicht gerechnet. Das ist auf jeden Fall unglaublich interessant. Das Einzige, was mir an dem Buch nicht gefallen hat, ist, dass zwischendurch immer so Passagen kommen, wo es, naja, von außen stehend beschrieben wird, was passiert. Das ist infolgedessen, dass jemand ein Buch schreibt über die Geschehnisse dieses Stalking-Vorgangs. Und ja, das war für mich relativ langweilig. Es war, naja, so ein gezwungenes Mittel, um Spannung aufzubauen, weil dann auch häufig vorweggegriffen wurde, was noch passiert oder ja, zumindest Andeutungen gefallen sind, auf was man sich noch gefasst machen muss. Und ich finde, sowas zerstört ein Buch irgendwie immer, weil man richtig merkt, der Autor hat sich hier gedacht, oh, damit kann ich Spannung aufbauen. Und das war irgendwie so der einzige Zweck dieses ganzen Zwischenspiels immer. Das fand ich blöd. Aber ansonsten ist das Buch wirklich gut. Wenn ihr auch ein bisschen in die Thematik abtauchen wollt, Stalking, und es euch sowieso nicht ganz geheuer vorkommt, dann ist dieser Thriller, glaube ich, genau richtig. Im Anschluss habe ich ein etwas ernsteres Buch gelesen, was heißt etwas ernsteres, sondern ein wirklich ernstes Buch, und zwar Little Bee. Hier geht es um ein junges Mädchen aus Nigeria, das nach England flüchtet. Und ja, sie lebt als Flüchtling dort, als Illegale wohlgemerkt. Und sie versucht sich an etwas ja, zu klammern, das ihr so die einzige Verbindung zu diesem Land, zu diesem fremden Land für sie gibt. Und zwar hat sie damals in Nigeria vor einiger Zeit eine englische Familie kennengelernt, die dort Urlaub gemacht haben. Und es ist etwas wirklich Furchtbares vorgefallen, als die Familie auf Little Bee getroffen ist.
Und ja, sie dringt jetzt in das Leben dieser Familie ein, weil das die einzigen Leute sind, die sie halt in England kennt. Und nach wird aufgeschlüsselt, was dort eigentlich geschehen ist. Und ich muss sagen, ich habe das Buch angefangen und es war am Anfang noch relativ amüsant zu lesen. Aber es schleicht sich immer mehr und immer mehr beim Lesen ein, dass man irgendwie eine ganz ungute Gänsehaut kriegt, also ein wirklich ungutes Gefühl beim Lesen. Und letztendlich schnürt es einem doch so ein bisschen die Kehle zu, denn das Buch ist unglaublich traurig, unglaublich ergreifend. Man fängt an, sich Gedanken zu machen über Sachen, über die man vielleicht vorher nicht so nachgedacht hat, weil ich zum Beispiel muss gestehen, die Flüchtlingsthematik ist bis jetzt an mir vollkommen vorbeigegangen. Da habe ich nie groß mir Gedanken drüber gemacht und ja, seit diesem Buch ist man doch ein bisschen sensibilisierter dafür. Ich kann das wirklich sehr empfehlen, wenn jemand Interesse am Thema hat und eine ergreifende Geschichte lesen möchte, weil viel zu lachen hat man dort tatsächlich nicht. Aber es ist sehr ergreifend geschrieben. Kann ich empfehlen. Dann ging es weiter mit einem der wirklich wenigen schlechten Bücher, die ich in diesem Monat gelesen habe, und zwar L.A. Candy von Lauren Conrad. Ja, hier geht es um zwei Mädels, die nach L.A. ziehen, um naja, ein bisschen aus ihrem Alltagstrott rauszukommen. Die eine fängt an, dort zu studieren, die andere hat ein Praktikum und ja, möchte dort irgendwie Fuß fassen in der Stadt. Und beide werden abends in einem Club entdeckt von einem Produzenten, der eine Reality-Show machen will. Und zwar beschreibt er die als Sex in the City im Real Life. Tja, und die beiden werden die Hauptdarstellerinnen dieser Sendung und darum dreht sich dieses Buch eigentlich, wie sich ihr Leben verändert, der ganze plötzliche Star-Status, den man dort bekommt und was so alles passiert. Ich muss sagen, ich habe sehr viel von dem Buch erwartet, denn gerade wenn schon so etwas draufsteht wie Sex in the City im Real Life, dann ist der Standard doch ein bisschen hochgelegt und das kann dieses Buch leider überhaupt nicht erfüllen. Ich fand es ehrlich gesagt ziemlich langweilig, also es passiert nicht großartig irgendwas, wo man sagen würde, wow, das ist jetzt unerwartet oder das haut mich vom Hocker oder das ist spannend, gar nicht. Das fand ich ziemlich schade. Also gut, das Interessante ist vielleicht, die Autorin, die ist selber Star einer Reality-Sendung gewesen, deswegen kennt sie sich vielleicht mit der Thematik aus. Ich weiß nicht, wie authentisch dieses Buch geschrieben ist, aber ja, das war das Einzige, was ich reizend daran fand. Und wenn ihr mal guckt, vielleicht kennt ihr die Autorin. Eine wahre Bombe. Kein Wunder, dass sie im Fernsehen war. Aber schreiben kann sie leider nicht ganz so gut, wenn ihr mich fragt, deswegen würde ich dieses Buch eher nicht empfehlen. Dann habt ihr ja schon mitbekommen, dass ich dank der Meierschen und Paper Thin auf der Silbernacht war, in der es um dieses Buch geht. Silber von Kerstin Gier, der Auftakt zu ihrer neuen Jugendbuchreihe. Und hier geht es um ein Mädchen Silber, die mit ihrer Familie, also ihrer kleinen Schwester und ihrer Mutter, nach England zieht. Die Mutter ist Professorin und soll eigentlich in Oxford, glaube ich, unterrichten. Und dann ziehen die aber doch bei dem Freund der Mutter ein, was ziemlich unerwartet für die beiden Kinder kommt, denn sie wussten gar nicht so recht, dass da überhaupt so eine ernste Beziehung ist. Und Silber muss sich nun in London zurechtfinden. Das Interessante ist, dass sie dort am ersten Tag in ihrer Schule sofort vier Jungs sieht, die überirdisch schön aussehen. Und nachts begegnet sie diesen Jungen in ihrem Traum. Also, nicht versaut, wenn ihr das jetzt denkt. Also, sie begegnet denen tatsächlich. Denn sie unterhält sich mit denen und am nächsten Tag wissen die noch davon. Das heißt, sie haben sich tatsächlich irgendwie im Traum getroffen und unterhalten. Und Silber merkt ziemlich schnell, dass da irgendwelche ganz krummen Dinger vorgehen. Die Rede ist vielleicht von einem Dämon, der unendliche Macht verleiht, aber auch irgendwelche ganz fiesen Sachen von den Leuten, die sich dort halt im Traum treffen können, verlangt. Und Silber gerät da irgendwie mitten hinein und muss jetzt zurechtkommen. Tja, da es der erste Band einer Reihe ist, passiert noch nicht ganz so viel Mysteriöses. Das Buch ist aber trotzdem, wie man es von Kerstin Gier kennt, besonders lustig geschrieben. Die Charaktere sind alle sehr sympathisch, auch wenn die vier Jungs irgendwie ein bisschen merkwürdig stereotyp beschrieben werden. Es passt trotzdem irgendwie und man hat Spaß an dem Buch. Es fühlt sich heimelig an. Also wer die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier mochte, der wird sich auch hier sofort wieder zu Hause fühlen. Das waren auch schon die wirklichen greifbaren Bücher, die ich gelesen habe im Juni und danach ging es weiter mit meinem Kindle. Und ja, ich glaube, das allererste Buch, was ich gelesen habe, weil da hatte ich wirklich Lust auf so eine ganz schmonzettige Jugend-Highschool-Romantik-Geschichte, war The Avery Shaw Experiment. Das könnt ihr jetzt hier sehen.
Und ja, das Buch ist wirklich unfassbar süß. Also es ist so süß, dass man schon einen Zuckerschock kriegt beim Lesen. Man muss wirklich Lust auf sein Buch haben in dem Moment, wenn man es anfängt, weil ansonsten findet man es, glaube ich, ganz, ganz furchtbar. Und im Nachhinein betrachtet würde ich auch sagen, normalerweise ist das nicht unbedingt meins, aber in dem Moment hat es mir wirklich gut gefallen, denn naja, es geht um ein Mädchen, die schon seit, ich weiß nicht, wie alt ist die, 17 oder so, 17 Jahren in ihren besten Freund verliebt ist und naja, er lässt sich da nicht unbedingt anmerken, dass diese Liebe erwidert wird, sondern er ist halt nur ihr guter Kumpel und als sie ihm ihre Liebe gesteht, schmettert er das ziemlich brutal ab und nicht nur das, er kündigt ihr auch praktisch die Freundschaft und behandelt sie ziemlich dreckig. Und ja, für Avery bricht eine Welt zusammen. Sie ist total am Boden zerstört und weiß überhaupt nicht mehr, was sie machen soll. Doch sie muss teilnehmen an einem ja, Wissenschaftsexperiment für die Schule. Da hatte sie sich schon vor Ewigkeiten für angemeldet, ursprünglich mit ihrem besten Freund. Jetzt muss sie halt alleine zusehen, wie sie klarkommt. Und da fällt ihr ein, sie könnte als Experiment doch ein soziales Experiment machen. Und zwar herausfinden, wie man ein gebrochenes Herz wieder kuriert. Dafür hat sie die Theorie aufgestellt, dass naja, ein gebrochenes Herz ganz einfach genauso zu kurieren ist wie der Verlust einer geliebten Person, also zum Beispiel durch Tod. Das heißt, sie muss die 5 Stadien der Trauer durchlaufen und sie braucht natürlich Hilfe, um das zu tun. Und glücklicherweise steht der große Bruder ihres besten Freundes da gerne zur Verfügung. Ihr könnt euch denken, wie es endet. Aber es ist trotzdem sehr, sehr süß zu lesen, sehr zuckerig und irgendwie ein Feel-Good-Buch. Außerdem habe ich noch gelesen Confessions of an Angry Girl. Zu dem Buch habe ich im Vorfeld unglaublich viel Schlechtes gehört, ganz viel lang gesagt. Das passt überhaupt nicht zu dem Inhalt, der da beschrieben ist, wenn man das Buch kauft. Und insgesamt, das ist weniger peppig, als man gedacht hätte. Ich muss aber sagen, mir hat das Buch gut gefallen. Es ist ein bisschen Drama, ein bisschen Liebesgeschichte natürlich und ein typisches Teenie-Buch. Also ich fand das Buch super, habe ihm, glaube ich, sogar 5 Sterne gegeben. Und ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Direkt danach habe ich eine Leiche auf meinem Kindle ausgegraben, und zwar The 5 Kisses von Carla Darcy. Das hatte ich mir damals, glaube ich, zugelegt in der Phase, wo ich so unglaublich viel von Jane Austen gelesen habe und natürlich dann auch die Ableger. Und naja, es sollte so sein wie Stolz und Vorurteil, aber nein. Spart euch dieses Buch. Buch kann man auch nur sagen, weil es hat bloß 76 Seiten. Und nee, es war einfach nicht schön. Also die Geschichte an sich war ziemlich langweilig, muss man ganz ehrlich sagen, obwohl ich die Idee gut finde, dass sie eine Liebesgeschichte aufteilt, indem sie 5 Küsse, das heißt ein Kuss jeweils zu einem Zeitpunkt, als große Wendepunkte in dieser Geschichte jeweils ausmacht. War aber nicht so sonderlich spannend umgesetzt und muss man nicht gelesen haben. Danach kam dann Living with the Bad Boy. Die Geschichte hat mich total gereizt, weil es sollte darum gehen, dass ein Mädel seit ihrer Kindheit praktisch einen unglaublichen Hass auf einen Typen hat und ausgerechnet dieser Typ muss jetzt bei ihr einziehen, weil sein Haus abgebrannt ist. Und naja, die beiden sollen sich laut Inhaltsangabe einen ziemlichen Kampf liefern und sich gegenseitig immer ein bisschen Streiche spielen. Und natürlich sollen sie sich dann trotzdem irgendwie ineinander verlieben. Aber auch dieses Buch war leider ein Flop, denn zum einen ist die Protagonistin einfach nur unglaublich ätzend. Also ich weiß nicht, ich konnte überhaupt keine Sympathie für sie entwickeln, weil die Streiche, die sie ihm spielt und die sie sich so ausdenkt, sind zwar teilweise lustig, aber irgendwann fangen die an, total über gewisse Grenzen hinauszugehen und dann macht es einfach keinen Spaß mehr, das zu lesen. Insgesamt fand ich, waren diese ganzen Streiche, die die beiden sich gespielt haben, sowieso hart an der Grenze und es war einfach nicht mehr lustig. Dem Buch fehlte die Leichtigkeit, es wirkte zu verbissen, die Protagonistin war dazu noch sehr, sehr zickig, uneinsichtig und ja, irgendwie einfach ätzend. Also das hat keinen Spaß gemacht und deshalb bin ich auch ganz schnell weiter zum nächsten Buch. Dieses hingegen war unglaublich gut, das hat mir wieder sehr gut gefallen, Rush Me heißt es. Und da geht es um ein Mädchen, die sich selber eher so ein bisschen als Nerd bezeichnet. Sie liebt Bücher und ist relativ strebsam, fleißig und zurückhaltend. Und ja, sie möchte eigentlich mit ihrer Freundin auf eine Party gehen. Ihre Freundin ist Schauspielerin und sie möchte halt auf diese typischen Schauspielerpartys gehen, wo man so Künstlertypen trifft. Sie verliert ihre Freundin aus den Augen und weiß nicht genau, wo diese Party stattfindet, stolpert in eine Wohnung, wo eine Party ist und muss dann leider feststellen, dass sie in der falschen Party gelandet ist. Und zwar ist sie dort in der Wohnung von einem unglaublich berühmten Footballspieler gelandet. Und ja, die beiden geraten natürlich sofort aneinander und hassen sich erstmal. Und erstaunlicherweise sind aber die ganzen Football-Kollegen von diesem Star-Quarterback
total fasziniert von ihr und mögen sie sofort und sie mag die auch, nur dieser eine Typ, der ist einfach ätzend zu ihr und sie ist super ätzend zu ihm. Und naja, auch da, man kann sich denken, wie es ausgeht, aber die Geschichte ist wirklich schön geschrieben. Und ja, diese Kabbeleien am Anfang, das verleiht dem Ganzen irgendwie doch so eine Leichtigkeit. Es macht Spaß, das zu lesen. Man muss die ganze Zeit schmunzeln irgendwie. Und als sie sich dann endlich aufeinander einlassen, gibt es natürlich auch noch Schwierigkeiten, die zu überwinden sind. Und ich finde, die Autorin hat es hier sehr, sehr gut geschafft, diese Liebesgeschichte langsam aufzubauen, sodass man auch wirklich nachvollziehen kann, was dort passiert und warum diese beiden Charaktere sich mögen. Und man merkt auch sofort, warum diese beiden tatsächlich zusammengehören. Denn irgendwie passt es einfach. Die Chemie zwischen diesen beiden Charakteren ist super und das macht ja immer schon ein gutes Buch aus. Dann ging es für mich weiter mit noch einem Buch aus diesem Genre. Ja, ich weiß, wenn euch das nicht interessiert, dann habt ihr ein Problem, weil dieser Monat war wirklich, wirklich davon irgendwie ein bisschen beeinflusst. Ich kann es nicht ändern. Ich hatte nämlich einfach Lust drauf. Und das nächste Buch war Lost and Found, in dem es um ein Mädchen geht, was wirklich viel Mist gebaut hat in ihrem Leben. Sie trinkt zu viel, sie hurt durch die Gegend, sie nimmt Drogen, sie ist total anti und hat einen mega Hals auf die Welt und alles und jeden. Und sie möchte jetzt eigentlich nach der Schule auf eine Kunsthochschule gehen, doch ihre Mutter hat erstmal gesagt, ich bezahle das nicht, bis du nicht beweist, dass du auch irgendwie im Leben was erreichen kannst. Und deshalb verbringst du deinen Sommer auf einer Ranch mitten im Nirgendwo und hilfst einer alten Schulfreundin von mir aus. Ja, dieses Mädchen von oben bis unten in schwarz gekleidet, also man hat irgendwie das Gefühl, sie ist super anti, sie möchte auch gar nicht, dass Leute sie ansprechen und alles, kommt auf dieser Ranch an und wird abgeholt von einem Cowboy, also wirklich einem Typen, der viel zu enge Jeans trägt und einen Cowboy-Hut aufhat und Stiefel an und der die ganze Zeit blöd grinst und freundlich ist und sich mit ihr unterhalten möchte. Und das kotzt sie natürlich unglaublich an, sie hat da überhaupt keine Lust zu, sie möchte nur ihre Zeit dort irgendwie absitzen und dann ab zur Kunsthochschule. Naja, aber natürlich kommt es irgendwie anders und die beiden verlieben sich ineinander. Das wirklich Interessante an diesem Buch, was dann auch für mich der Ausschlag dafür war, dass ich es so unglaublich gut bewertet habe, war, dass hinter der Geschichte noch mehr steckt, als man vielleicht glaubt. Denn es geht nicht nur um dieses unglaublich angepisste Mädchen, bei dem man eh schon die ganze Zeit denkt, die wirkt vielleicht irgendwie so bläh. Aber sie will es eigentlich gar nicht sein. Also tief in ihr drin ist sie eigentlich ein unglaublich netter Mensch und ein unglaublich aufgeschlossener Mensch. Sie hat nur Angst davor, verletzt zu werden. Und man erfährt so nach und nach in diesem Buch, warum es so ist. Und das ist schon sehr, sehr schockierend, muss ich sagen. Es hat mich auch ein bisschen mitgenommen. Ich weiß nicht, es ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, wie krass das geschildert ist, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und die Liebesgeschichte dahinter treibt zunächst, bis es zu diesem Punkt kommt, das ganze Geschehen vorwärts. Was mir an dem Buch nicht gefallen hat, war das Ende. Da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, aber es wird ein bisschen sehr Glitzer, Kitsch, komisch. Also ich fand das sehr unrealistisch. Korrigiert mich gerne, falls ihr selber Besitzer eines Pferdes seid. Aber ich weiß nicht genau, ob es wirklich so ist, dass Pferde wie Hunde ihre Besitzer suchen. Das fand ich merkwürdig, aber ansonsten war das Buch wirklich ganz gut. Deswegen habe ich auch beschlossen, als nächstes direkt noch ein Buch von der Autorin zu lesen. Das Schöne bei diesen Independent-Sachen ist ja immer, dass die wirklich nur 1 bis 3 Euro kosten und da kann man gut mal zuschlagen. Das letzte Buch vom Juni war also Crash, ebenfalls von dieser Autorin. Und hier ist es andersrum. Da haben wir nicht das böse Mädchen und den lieben Cowboy, sondern hier geht es um ein nettes, zurückhaltendes Mädchen und einen richtigen Bad Boy. Und ich muss sagen, das Buch hat mir noch besser gefallen als Lost and Found, einfach weil dieser Bad Boy ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, der war wirklich so... Das kann man nicht beschreiben. Also er war wirklich knallhart drauf. Natürlich hat auch er einen guten Kern, ansonsten wäre die ganze Geschichte ja ein bisschen hinfällig, aber teilweise geht er schon ein bisschen krank ab. Und das führt dann auch dazu, dass man im Buch manchmal das Gefühl hat, okay, jetzt kommt da so ein leichter Slapstick-Charakter rein. So ganz ernst kann man diese Situation nicht nehmen, aber es macht einem trotzdem unheimlich viel Spaß, das zu lesen. Und der Typ wächst einem sehr schnell ans Herz. Also man hat echt das Gefühl, die beiden, das muss unbedingt zusammenkommen, das soll so sein. Und deswegen kommt man auch gut durch die knapp 300, was sind das, 50, 60 Seiten durch und hat richtig Spaß beim Lesen. So, das war also mein Monatsrückblick diesmal.
Ich weiß ja, ihr fragt immer gerne nach, du hast schon wieder Englisch gelesen, wie sieht denn das aus? Kann man die verstehen? Also, ich weiß nicht, wie gut euer Englisch ist. Meins ist, ich habe halt Schulenglisch und ich schaue Serien gerne auf Englisch, deswegen bin ich da ein bisschen in Übung. Aber ich finde, die Bücher waren eigentlich alle sehr gut zu lesen, die ich diesen Monat hatte. Und ich glaube, man braucht kein abgeschlossenes Studium in Anglistik, um die Bücher zu verstehen. Wenn ihr also auch mal Lust drauf habt, dann könnt ihr die natürlich gerne lesen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann mal sagt, ob euch die Bücher auch gefallen haben. Oder natürlich auch zu den anderen Büchern, die ich jetzt vorgestellt habe. Wenn ihr die schon gelesen habt, würde ich gerne eure Meinung wissen. Und ja, das Video ist schon wieder viel zu lang geworden. Deswegen jetzt ganz schnell tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns Sonntag wieder. Macht's gut!